Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus, und wir sind hier zusammen bei Diving Simulator, glaube ich, heißt es, ne? Ja, ja, doch. Ich bin der Meinung. Genau, mit meiner Freundin und dem Stevie, und wir testen es jetzt mal kurz an. Wir haben schon ein ganz bisschen gespielt, einfach nur um zu gucken, wie das ganze Spiel funktioniert, und können, denke ich, jetzt einen kleinen Überblick schon mal darüber geben. Ups, jetzt müssen wir erstmal verkaufen hier. So. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen Geld in der Kasse und jetzt können wir uns schon mal die ersten, den ersten Tango. Das ist so unnormal. Ganz ehrlich. Das nur, weil ich jetzt 220 habe. Jetzt auf mich zu kneifen hier. So, jetzt kaufen wir uns mal den ersten Tank. Guck mal, da sind gleich hier kleine Raketen hochgegangen, weil wir uns den gekauft haben. Und dann kaufen wir uns auch gleich noch ein Licht, damit wir besser was sehen können, weil wir ja genug Geld dafür haben. So. Also irgendwie. Ne, so ein bisschen Licht haben wir jetzt. Wir haben jetzt einen Sauerstofftank und damit geht es jetzt auf die Insel. Und zwar haben wir jetzt hier das Boot. Übrigens, ihr könnt auch ohne die Sachen tauchen natürlich. So müsst ihr die ersten paar Gegenstände holen. Und das jetzt teleportieren wir uns im Prinzip zur Insel. Also wir segeln dorthin mit unserem süßen kleinen Segelbötchen. Jetzt können wir gleich hier runter tauchen. Und können hier gleich Sachen finden. Da zum Beispiel einen Schlüssel. Zack. Und jetzt können wir hier weiter runter tauchen. Und dann gibt es hier noch mehr Sachen, wie zum Beispiel... Was ist das? Ein rostiger Helm. Wahrscheinlich auch von einem Taucher oder so. Pikus? Ja, das bin ich. Könntest du mir gerade mal sagen, wie man dieses Menü hier wegbekommt, wo ich für echt Geld irgendwas kaufen soll, beziehungsweise diese Coins, ich krieg dieses Menü nicht weg. Das verfolgt mich. Also ich habe irgendwo mal einen X oder sowas gehabt, um es wegzumachen. Ansonsten guck mal, ob du mit Escape sozusagen und dann dem Ding hier mal rauskommst, weißt du? Wenn du Escape hast und dann oder irgendwie in so im Hauptmenü da bist oder was, ob das dann irgendwie weggeht, ich weiß es aber nicht. Oh boy. Guck nochmal kurz rum. Kann man noch irgendwie schneller tauchen? Nee, ne? Weiß nicht, vielleicht mit. Oh, hier sind gleich zwei Sachen zusammen. Auf einem Haufen. Das gefällt mir. So, und jetzt tauchen wir gleich noch runter hier. Sammeln so viel ein wie möglich natürlich. Und dann geht es gleich schon wieder an die Wasseroberfläche. Was ist denn das da? Das kann ich nicht einsammeln. Warum kann ich das nicht einsammeln? Da ist irgend so ein grünes Ding im Wasser und ich kann es nicht einsammeln. So, erstmal wieder Luft holen hier. So, jetzt können wir wieder runterdüsen. In welcher Tiefe taucht ihr so? Momentan? Wer wir? Ja, ich bin viel cooler als du. Ich tauche momentan gar nicht, weil ich dieses dumme Menü nicht wegkrieg. Ich bin bei Tiefe 75, jetzt bin ich bei Tiefe 70. Ihr seid echt praktisch mit diesem extra Tank, da kann man echt ein bisschen länger unter Wasser bleiben, ist ganz schön. Bist ein Arsch. Ach, jetzt ist das Menü weg. Arsch. Weil du vorher gesammelt hast und extra dann noch... Ich hab ein bisschen nur gesammelt. Ja, guck mal, ich muss doch den Leuten hier was zeigen. Wie soll ich das denn machen? Du kannst machen, indem du den Anfang zeigst. Ja, aber guck mal, jetzt habe ich schon 20 Platz im Rucksack. Das interessiert mich sowas von gar nicht. Das interessiert dich eigentlich schon, aber nur weil es dich aufregt, willst du nichts dazu sagen. Au, siehst du, ich werde gehauen dafür. Also stimmt es, was ich sage. Leben ist hart. Ja, ich sag's dir. Okay, dann sag ich dir aber nichts. Hast du jetzt davon? Hey, ich komme nicht weiter runter. Ach, jetzt komm ich runter. Auf was für eine Tiefe? Jetzt bin ich gerade bei minus 84. Ja, aber dafür braucht man dann eher halt diese neue Ausrüstung, ne? Die Tanks, oder? Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt halt eben dabei, dass ich 150 Luft drin habe dadurch. Und das ist schon ein bisschen sinnvoller natürlich. Aber wie viel das jetzt wirklich ausmacht, also du könntest die gleichen Gegenstände, sag ich mal, die ich bisher eingesammelt habe, könntest du auch mit normaler Ausrüstung einsammeln. Theoretisch schon, ja. So, jetzt brauche ich allein ungefähr 50, bis ich hier unten angekommen bin. Jetzt bin ich nämlich bei Tiefe 155. Und
Muss ich natürlich auch einplanen beim Wiederauftauchen. Und zack, und wieder nach oben schnell. Dann kann ich gleich noch zwei Sachen einsammeln und dann muss ich mich eher an die Oberfläche teleportieren. Oh Gott, es wird knapp. Okay, ich bin noch gerade so wieder hochgekommen. Sehr gut. So. Und wieder runter. Aber ich finde es viel cooler so, als muss ich ehrlich sagen, als diese Sachen mit dem, wir gucken jetzt, wie viele tausend Dinge wir am Boden finden. Ja. Das mit dem Tauchen hat was. Weil es halt irgendwie ein bisschen anders ist. Auch vom Design ist es chilliger. Ja. Das mit dem Metalldetektor, das war ja irgendwie alles gleich und irgendwie, ich weiß nicht. Genau, bei dem hier ist es ganz interessant gestaltet, tatsächlich. So, ich weiß, ich könnte jetzt eigentlich nicht mehr nach oben kommen, aber da wir uns ja jetzt eh nach oben teleportieren können, weil unser Rucksack jetzt voll ist, ist das alles nicht so schlimm. Ich werde mir jetzt auch erstmal mein erstes Tank holen. So, ich gehe jetzt erstmal zurück zur Basis und jetzt werde ich richtig schön Geld in die Kasse bekommen. Kannst du jetzt einfach mal ruhig sein? So. Ich habe bisher noch nicht verstanden, was jetzt das mit dem, wofür das mit dem Licht gut ist. Ich habe es mir halt einfach mal geholt, aber ich weiß trotzdem noch nicht, wofür das gut ist tatsächlich. Weil kannst du in der Tiefe vielleicht nicht so weit schauen? Kann das möglich sein? Oder vielleicht für das die Das kann Höhlen? Sein, aber bisher hatte ich das Problem halt eben noch nicht. Ja, wir sind ja auch noch ziemlich am Anfang. Es kann ja sein, dass es dann irgendwann noch, klar, keine Ahnung. Ich habe mein Problem ja eh jetzt gerade erst gelöst. Ich bin jetzt noch total am Anfang. Hm. Ja, mit deinem, sag schon hier, mit deinem Problem gerade mit dem, ne? Ja, das, wo man genau, halt für echt Cash hier was kaufen kann. Was hattest du, das U-Boot oder was? Oder was hattest du da drin? Nee, was hattest du denn da drin, was du für echt da Cash konnte man sich kaufen sollen? Da konnte man sich allgemein Coins kaufen, die du unten links hast. Ne, das weiß ich nicht. Das hatte ich jetzt noch nicht. Ja, das, ich wollte mir halt bei Tanks nicht, weiß nicht ganz genau, was das ist, wollte ich mir was kaufen und da stand halt, dass ich nicht genug Geld dafür hatte. Und dann ist dieses Fenster aufgeblubbt ohne irgendeinen X. Und dann musste ich meinen Charakter erstmal resetten, damit das Ding überhaupt weggeht. Ja, und dann ging's. Ich tauche gerade mal relativ tief, aber ich schaue gerade, ob ich halt irgendwo noch Sachen finde, die jetzt deutlich mehr Geld bringen, als die man auch schon bei 100 da findet. Ich sehe da jetzt gerade tatsächlich noch nichts. Also diese Schwerter, Ferngläser und sowas findest du doch recht lange hier. Da unten ist noch was, das könnte ganz interessant sein. Boah, jetzt muss ich erstmal wieder bis nach oben kommen. Oh Gott, ey. So, jetzt habe ich auch die Weite. Ich frage mich halt, ob es noch irgendwie so Paddel gibt oder sowas, damit man schneller runterkommt und so. Ja, das ist auf jeden Fall Tanks, Sauerstoffflasche. Ja, nennt klar, Sauerstoffflaschen und sowas. Ich denke mal, also es steht ja so drin eigentlich, oder? Ich kenne eigentlich nur Tanks unter Panzer. Naja. Ich weiß es nicht genau. Aber es spielt doch jetzt gerade auch keine Rolle eigentlich. So. Nee. Nee, mir ist bloß gerade aufgefallen, dass du halt eben ewig brauchst, bis du hier unten angekommen bist oder halt eben oben. Jetzt habe ich auch 150 an Sauerstoff. Was mich halt ein bisschen aufregt, ist, wenn ich einen Item anklicke, dass der automatisch wieder hochschwimmt. Aber eigentlich, also bei mir ist es so, dass der manchmal ein bisschen festhängt. Dann muss ich mit der Leertaste die kurz drücken und dann hängt er nicht mehr fest. Okay. Das dauert gerade eine halbe Ewigkeit, bis ich hier unten angekommen bin. Wie viel an Wert haben deine Items auf deine Tiefe? Rikos? Moment, ich habe gerade festgestellt, dass man mit Leertaste ein bisschen schneller nach unten schwimmt. Mit der Leertaste. Mhm. Warum auch immer, wenn du gleichzeitig. Also, du musst die mal kurz drücken und dann kurz nicht mehr drücken und sowas und dann geht das.
Okay. So, ich sag, ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr lebend nach oben. Jetzt wird es mal interessant, was passiert, wenn du keinen Sauerstoff mehr hast. Hatte ich schon, du stirbst einfach. Das ist ja nicht sonderlich spannend. Nee, nicht wirklich. Ich glaube zumindest nicht mehr, dass ich in der Zeit bis jetzt gleich 30 Sauerstoff weg sind, noch 150 nach oben schwimmen kann. Oh, es wird knapp, tatsächlich. Dann mal viel Erfolg. Oh, ich bin noch oben angekommen. Okay, also man kriegt einfach erstmal nur Leben abgezogen. Es ist noch nicht so, dass man sofort stirbt. Ja, klar. Erst kriegst du Leben abgezogen, was weiß ich, 3-4 Mal und dann stirbst du. Ja, so meinte ich da. Also du hast noch ungefähr, okay, was aber, weiß ich, 50 Sekunden. Aber ich merke schon, das scheint halt eben hier sozusagen das Maximum zu sein, was man mit diesem Boot hier erreichen kann. Also diese Sachen, die ich jetzt hier unten gefunden habe. Mit dem nächsten Boot kann man dann dementsprechend anscheinend tiefer runterkommen. Beziehungsweise heißt tiefer runterkommen. Aber man kann halt eben woanders hin und ich glaube, das bringt dann halt eben den Bonus noch, um andere Dinge zu finden. Ich brauche halt mal voll lange, um mein Inventar voll zu kriegen. Hast du jetzt 20 oder was? Ja, wenn ich weiter runter gehe, dann brauche ich schon ein paar Minuten. Ja, also ich weiß schon, was du meinst. Na gut, dafür sind es halt auch 30, 40 wert, dafür habe ich dann halt auch ein bisschen was. Naja, klar. Weiß nicht, wenn du weiter runter gehst, geht die Tauchanzeige schneller vielleicht, wegen dem Luftdruck oder so? Nee, ist mir jetzt nichts aufgefallen, nee. Okay. So, ich gehe mal eben wieder nach oben. Ist natürlich nicht schlecht, jetzt kann ich halt 7 Sachen, glaube ich, waren das jetzt, die ich eingesammelt habe, gleich hintereinander. Dadurch, dass ich ein bisschen länger unten bleiben kann. Ist natürlich schon nicht verkehrt. Also, ich schaffe es gerade mal 2 Sachen einzusammeln und dann muss ich wieder hoch. Also, wenn ich ein bisschen weiter runter gehe und meine Tasche hat 20 Slots, dann kannst du dir vorstellen, wie lange ich brauche. Klar, das dauert. Aber die Anzeige geht wieder halbwegs schnell hoch, das ist schon mal gut. Ja. Ich drück mal die Leertaste jetzt immer so, als ob du wie bei GTA oder sowas früher, wenn du gerannt bist, weißt du, dass du so immer wieder drückst. Achso, ja. Also nicht direkt Spam, also nicht so tak, 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 sondern halt so nach und nach. Halt gleich mal. Okay, du kannst aber mehrere Sachen da, tatsächlich in Reihe schalten sozusagen, also dass du sagst, du sollst als erstes das einsammeln und dann drückst du noch auf ein anderes und dann sammelt er das als nächstes ein oder sowas. Interessant wäre es, was ist, wenn du aus der Reichweite rausgehst? Ah, okay, dann sammelt er das nicht mehr ein. Okay. Das sind ja alles so Sachen, die man probieren muss. Kann ja sein, dass du rumschwimmst und die eigentlich nur andrückst und dann musst du gar nicht die Zeit abwarten, die da steht, sondern das du einfach gleich weiter kannst. Hast aber du schon was weiter abgequadet? Nee, ne? Das willst du gleich. Ja, ich habe jetzt halt den Sauerstofftank eins weiter. Also ich kann 40 Sachen jetzt im Sauerstofftank haben. Ah, okay. Und bestimmt 200 Ding. 40. Nee, 300 tatsächlich. Oh, 300 Sauerstoff. Vielleicht. Ja. Ah, das ist schon mal ein guter Anfang, ne? Auf jeden Fall. Damit lässt sich schon einiges fallen. Deswegen konnte ich ja eben auch mal bei der ersten Insel hier in die Tiefe richtig gehen, aber du hast ja trotzdem keine anderen Sachen gefunden. War halt einfach nur mehr davon. Ja. Ich hab jetzt mit dem Tauchgang ca. 500 gemacht. Du hast jetzt auch ein Licht. Ich hab ein Licht gemacht. Nee, ich auch, aber irgendwie hat's mir bisher noch nicht sonderlich viel gebracht. Muss man das irgendwie erst anmachen oder sowas vielleicht? Ich habe jetzt mal L gedrückt, aber da passiert auch nichts mit dem Licht. So, ich habe mir das jetzt auch mal geholt. So langsam werde ich, glaube ich, zum Profi-Taucher. Das Licht oder was hast du dir jetzt auch langsam? Nee, mein 40 Slots und die 300 hier Sauerstoff da, wie man das auch immer nennt. So, noch ein paar Sachen einsammeln. Oh, die Knochen bringen recht viel. 45. Ach,
Ja, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Boah, diese 300 sind echt geil. Ja, die gehen nicht so schnell. Ey. Ja. So, das Ferngas sammeln wir noch ein und dann gehen wir wieder nach oben. Ich habe jetzt 24 Sachen im Rucksack. Da passt noch ein bisschen was rein. Ja, denke mal schon. Ah, ich sehe dahin doch gerade meine Freundin rumtauchen. Das ist ja witzig. Da unten. Hä, wo sind wir jetzt hin? Ach, ist gerade an die Oberfläche. So, kann ich erstmal wieder einen Knochen einsammeln. Ein Seestern. Der bringt da bestimmt nicht so viel. Ne, 15. Ist ja witzig, wenn man wirklich so gerade an der Oberfläche vom Sand ist mit den Füßen, dann trampelt man so. Du kannst ja schon mal auf die nächste Insel gehen, wenn du willst. Das Boot kostet halt 100. Echt nur? Mhm. Ich habe aber halt auch das Gefühl, dass bei der zumindest gibt es ein anderes Boot, aber ich denke mal, dass das andere Boot auf eine andere Insel fährt. Kommt mir aber auch so vor, als die 300er Flasche irgendwie langsamer verbraucht wird, auch von der Anzeige her. Ja, oder? Das stimmt schon, aber vielleicht kommt es einem halt echt nur so vor, weil man halt einfach noch so viel Puffer hat. Weil wenn es dann gegen Ende geht, denkst du dir doch wieder so, oh, das geht aber jetzt ganz schnell weg. So, mir fehlen nicht mehr viele Sachen tatsächlich. Schlüssel hast du gefunden. Halt alles, was man hier so mitbekommt, ne? Sammelt man halt ein. So, kurz wieder an die Wasseroberfläche und dann können wir gleich unseren vermeintlich letzten Tauchgang machen hier. Ist ja witzig, über der Insel, wo wir immer sind, ne? Ja. Siehst du richtig dieses Portal, womit du durchgeportet wirst. Echt? Also du hast zumindest so einen Kasten über der Insel und ich nehme an, dass es da ist, wo du dann rausfällst. Okay. Ja, ich hab's gesehen. So. Nächste Tauchtiefe hier bitte. Wir müssen jetzt noch 3 Sachen sammeln, dann ist der Rucksack voll. So, die nächste Sache wird auch gleich gesammelt und dann holen wir uns da unten noch was. Ich hatte halt da unten noch so ein Fass gesehen und dachte so, boah, wenn man das bekommt, ist bestimmt cool, aber man konnte es halt gar nicht mal anklicken oder sowas. Echt nicht. Das war einfach nur ich habe das mit manchen Dosen, die im Sand hängen, die kann ich irgendwie nicht anklicken. Dann gibt es da noch andere, die kann ich dann anklicken. Okay. Manche aber überhaupt nicht, ganz komisch. Ja, ich bin jetzt erstmal hier wieder zurück auf die Insel. Und jetzt geht's los mit dem Boot zurück. Willst du jetzt das neue holen, ne? Ich werde mir jetzt das neue Boot holen, ja, genau. Mal schauen, was dann passiert. So, verkaufen bitte. So ein Boot für 100 Dollar ist ja schon ein Schnäppele, ne? Es gibt Leute, die haben schon 14 Rebirth gemacht. Wie kann man denn überhaupt sich das anzeigen lassen von den anderen? Gar nicht, oder? Also bei mir stehen auch nicht die Punkte oben rechts oder so, sondern nur die Namen. Wo siehst du denn dann bitte die Rebirths? Naja, das war auf so einer Anzeige dort, auf der Hauptinsel war das. Ach so. So, ich hole mir jetzt mal das Schiff für 100. Und noch besseres Tauchequipment und dann schauen wir mal, was es da so gibt. Du denkst so, das sind Leute. Ich weiß es nicht, aber wir schauen es halt einfach mal. Wir werden ja sehen, ob ich recht habe oder ob ich unrecht habe. Ich denke mal schon, wofür sollen die Schiffe denn da sein? Zum Design oder was? Vielleicht machen ja dort dann auch die Taschenlampen Sinn. Ja. Ja, vielleicht wird es dann irgendwie bei den schweren Ebenen dunkler oder so, dass du sowas brauchst. Ja, genau. Oder wie gesagt, mit Höhlen. Wäre halt cool. Auf jeden Fall brauche ich nur 5 Sekunden, um zur der Insel zu teleportieren. Oh ne, oder? Das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Obwohl, kann auch möglich sein, ne? Okay, hier gibt es auf jeden Fall auch Getränkedosen.
Also bis hier sehe ich hier gerade noch nicht groß was, was anders ist, außer dass ich jetzt... Ja, das kann natürlich sein, dass die anderen Boote einfach nur dafür da sind, um schneller zu der Insel hinzukommen. Ich frage mich dann, wie weit du tauchen kannst. Du musst ja übertrieben weit tauchen, wenn das wirklich nur eine Insel ist. Weil Ja. ich meine, irgendwann gibst du dich nicht mehr mit $30 zufrieden, ne, wenn du halt schon ziemlich Naja, groß bist. logisch. Obwohl, man kann noch gut tauchen, das sehe ich jetzt. Die Frage ist halt, ist man mit teurem Tauchequipment auch schneller unten oder braucht man trotzdem gleich lange? Ich habe keine Ahnung. Also ich sehe jetzt hier noch gerade noch keine anderen Sachen. Ja, die Frage ist halt, bist du bei uns oder bist du woanders? Da unten Weil wenn du könnte bei uns vielleicht bist, was dann... sein. Vielleicht. Hast du dir einen neuen Tank auch geholt? Ja. Konntest du? Ja, Wie viel aber hat ich. der? 500. Aber ich bin jetzt gerade bei einer Tiefe von 400 gewesen und Was? habe immer noch Alter. nichts Neues gefunden an Gegenständen. Bei 400 hast du nichts Neues gefunden. Das ist Ja. echt irre. Und es dauert halt natürlich ewig, bis du wieder oben bist. Wurde es vielleicht dunkler unten? Weil ich kann mir das gut vorstellen. Ein bisschen vielleicht, also noch nicht krass. So, jetzt warten wir mal kurz, dass der Tank wieder voll ist und dann schauen wir noch mal, ob wir da unten jetzt was finden. Genau, sing uns ein Liedchen. Mache ich doch gerne. So, wir tauchen jetzt noch einmal runter zum Ende der Folge. Es kann natürlich jetzt eine Weile dauern, bis wir wieder unten sind. Irgendwie das Gefühl, egal wie weit du tauchst, du bist schneller als ich. Ich komme irgendwie gerade gar nicht so richtig voran. Aber ich denke mal, das liegt auch ein bisschen an meinem Internet gerade. Das kann natürlich auch sein. Das Ding ist, wenn ich irgendwas anklicke, dann dauert das 3 Sekunden, bis er das irgendwie collectet oder so. Ja, okay, das ist natürlich scheiße. Ja, und dann stell dir vor, ein Tauchgang, 5 Sachen oder so. Ja, du meinst, dass die 3 Sekunden also bevor er erstmal sagt, okay, es dauert jetzt 3 Sekunden, bis ich es abgebaut habe, oder? Das Ding ist, ich gehe dahin, klicke es an, dann ist das Feld weiß, ungefähr 2-3 Sekunden. Und dann stehen da die 2-3 Sekunden, weil der Server muss ja wissen, dass ich da bin. Und wenn mein Internet scheiße gerade ist oder keine Ahnung, Okay, hier dann unten ist noch was Neues. merkt es halt. Too far away. Was war jetzt der größte Wert, den du gefunden hast? Also tatsächlich glaube ich, dass der größte Wert, den ich bisher gefunden habe, die 45 von den Knochen sind. 45. Ich habe jetzt eine Treasure Chest gefunden, ja. In Okay. Tiefe 500 oder so. Alter. Und die hat als Dollar-Anzeige zumindest 15 gerade mal gehabt. Ich weiß Wow. aber nicht, also bei mir ist es zumindest unten rechts, ist das jetzt gelb markiert. Ich weiß nicht, ob das letztendlich beim Verkauf denn noch irgendeinen besonderen Bonus hat oder sowas. Keine Ahnung. Mal ausprobieren. Boah, wie viele Sachen sind denn hier bei 150? Das sind 10 Sachen oder so hintereinander. Ich werde jetzt auch wieder ein bisschen zurückgehen und da ein bisschen noch normale Sachen holen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, oder? Hätte ich mal Denke mal, behauptet. Also, dann wir geht sehen dann die uns dann Folge in der jetzt. nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, haut rein und Tschüss. ciao.